Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum dritten Teil meiner Workshops zum Thema Elektrotechnik. Heute behandeln wir die Leistungsarten. In den letzten Folgen haben wir schon gelernt, dass die Spannung und der Strom die Leistung ergibt. Aber es gibt nicht nur die Einheit Watt, denn diese bezeichnet nämlich nur die Wirkleistung. Aber welche Leistungsarten es noch gibt, erfahrt ihr im heutigen Video. Viel Spaß dabei! Je nach Verbraucher können die Werte übrigens stark variieren, ob ich jetzt zum Beispiel einen induktiven, einen kapazitiven oder einen ohmschen Verbraucher habe. Wir können auf Wunsch, wenn ihr wollt, schreibt es mal in die Kommentare, die Verbraucherarten nochmal in einer extra Folge einzeln für euch durchgehen. Bei ohmschen Verbrauchern ist die Wirkleistung gleich der Scheinleistung, wie bei einer Parkhalle zum Beispiel. Die Wirkleistung, Formelzeichen P und Einheit Watt, beschreibt übrigens den Leistungsanteil, der im Gerät tatsächlich umgesetzt wird. Also praktisch die Leistung, die wir am Gerät am Ausgang eigentlich erreichen wollen. Die Blindleistung, Formelzeichen Q und Einheit Voltampere reaktiv, ist eigentlich der Leistungsanteil, mit dem wir nichts anfangen können. Also zum Beispiel Hitzeentwicklungen, Reibungsverluste, das Ganze sind Abfallprodukte der Gesamtleistung. Die Scheinleistung, Formelzeichen S und Einheit Voltampere, setzt sich aus der Wirk- und der Blindleistung zusammen und bildet die Gesamtleistung. Also praktisch die Leistung, die wir aus der Steckdose ziehen. Das heißt, wenn ihr irgendwo Voltampere lest, ist das der Gesamtanschlusswert des Gerätes. Zur Scheinleistung gehört aber ebenfalls auch der Verschiebungswinkel zwischen der Spannung und dem Strom. Der Winkel Cosinus Phi gibt dabei das Verhältnis zwischen Blind- und Wirkleistung an. An den Leistungsdreieck hier kann man jetzt wunderbar erkennen das Verhältnis zwischen der Wirkleistung, der Blindleistung und der Scheinleistung und auch dem Verschiebungswinkel Cosinus Phi. Soviel zu den Definitionen der Leistungsarten, kommen wir nun zu den Formeln zur Berechnung eines Einphasen-Wechselstromverbrauchers. Wir wählen mal ein Moving Head Beispiel, als Beispiel den Martin Mac 2000. Der Moving Head ist zwar alt, aber das Gute ist, Martin liefert hier alle wichtigen Daten zur Berechnung. Wir haben Folgendes gegeben: die Spannung 230 Volt, den Strom 9,6 Ampere und die Leistung, die Wirkleistung 1480 Watt bei 50 Hertz Netzfrequenz. Wir suchen nun die Scheinleistung, die Wirkleistung, die Blindleistung und die Verschiebungswinkel Cosinus Phi. Die Wirkleistung steht bereits im Datenblatt. 1480 Watt. Fertig. Aber sollte man diese Leistung nicht angegeben sein, müsst ihr einfach nur die Formel umstellen. Das wäre dann P gleich Cosinus Phi mal S. Die Scheinleistung zu ermitteln ist super, super easy. Wir müssen einfach nur Strom mal Spannung rechnen und wir kommen auf 2208 Voltampere. Fertig. Da wir jetzt die Wirk- und die Scheinleistung haben, können wir ganz einfach Cosinus Phi rausfinden, indem wir das Ganze ins Verhältnis setzen. Einfach nur Cosinus Phi gleich P durch S. Also Cosinus Phi gleich 1480 Watt durch 2208 Voltampere. Ja, und dann haben wir halt 0,67. Nun wird es ein bisschen schwieriger. Um die Blindleistung rauszukriegen, reicht es nicht, die Wirkleistung von der Scheinleistung abzuziehen. Weil da spielen dann auch eine ganze Menge anderer Faktoren eine große Rolle. Denn hier muss eine ganz bestimmte Formel angewendet werden und die lautet wie folgt. Q gleich Wurzel aus S² minus P². Einfach die Werte einsetzen und ihr kommt auf die Blindleistung. Also wäre das Q gleich Wurzel aus 2208 Voltampere zum Quadrat minus 1480 Watt zum Quadrat. Und daher ist Q 1638,6 Voltampere reaktiv. Aber das waren nur die Formeln für Einphasen-Wechselspannungsverbraucher. Für symmetrische Dreiphasen-Wechselspannungsverbraucher sehen die Formeln ein bisschen abgewandelt aus. Hierbei wird die Scheinleistung wie folgt errechnet. S gleich Wurzel 3 mal U mal I. Fertig. Und bei P ist es fast dasselbe, das ist einfach nur Wurzel 3 mal Cosinus Phi mal S. Achso, und bei Q bleibt es übrigens gleich. Ob jetzt Einphasen- oder Dreiphasen-Wechselspannung ist da egal. So, ich kann euch mal sagen, ich habe für dieses Video extrem viele Takes gebraucht, also so viele Takes wie eigentlich noch nie. Ich weiß nicht, ich kann am Abend irgendwie nicht mehr so richtig reden. Ihr müsst wissen, ich habe nichts Besseres zu tun als 2 Uhr morgens. Ich habe frei übrigens, deswegen wahrscheinlich habe ich nichts Besseres zu tun, hier alles aufzubauen und ein Video zu drehen für euch. Aber ey, wenn man nichts zu tun hat und nicht schlafen kann, dann macht man sowas halt für euch. Und ich wollte das Ganze sowieso fortfahren. Ich hoffe, seht ihr, ich muss das schon wieder schneiden. Ich habe mich schon wieder verbrabbelt. Bestimmt dreimal, keine Ahnung. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir bitte einen Daumen hoch. Und wenn nicht, gib mir ehrlicherweise einen Daumen runter. Abonnieren würde ich mich immer sehr freuen. Habe ich jetzt immer gesagt. Dass du halt nichts mehr verpasst. Und, oh Gott. Ach, egal. Wahrscheinlich schon wieder ein Schnitt, keine Ahnung. Ich kann nicht mehr richtig reden. Macht euch noch einen schönen Abend oder was auch immer ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.